Unzugänglich und karg zogen die Appalachen nur wenige Siedler an. Aber Iren und Schotten fühlten fast eine mystische Verbundenheit mit diesem Gebirgszug, der sie an ihre Heimat erinnerte. Mit sich brachten sie die Musik ihrer Vorfahren. Verbunden mit den Melodien anderer Einwanderer wurde daraus die Volksmusik der neuen Heimat. Bluegrass hat Bill Monroe in den 40er Jahren aus der Oldtime-Musik entwickelt, erklärt Dale Morris. Es ist schon eine Art Showmusik, aber die Wurzel liegt in den Melodien der britischen Inseln, vermischt mit dem rhythmischen Banjo-Gezupfe aus Afrika. Oldtime spielt man meist zu Hause, einfach um zusammenzukommen oder etwa bei der Errichtung einer Scheune. You know, maybe to get togethers to raise barns or workings, that sort of thing. Noch heute ist die Musik ganz selbstverständlich Teil des Landlebens. In Washington trifft man sich zur Cocktailparty, in den Appalachen zum Musikmachen. Nachbarn besuchen sich ohne große Anmeldung, packen die Instrumente aus und bilden ein Zufallsensemble. Es ist Musik über den Alltag und für den Alltag und sie muss nicht perfekt sein. Jeder darf mitmachen, auch Reporter aus der Hauptstadt, deren Musikverstand bei Bob Dylan anfängt und aufhört. Von A zu D, hast du's? Fragt unsere Gastgeberin Susan Gleason und schon geht's los. Zum Glück erfordern Oldtime und Bluegrass nicht viel Virtuosität auf der Gitarre. Banjo und Fiedel stehen im Vordergrund. Die Musik klingt oft fröhlich beschwingt, aber die Texte stehen dazu im Widerspruch. Es geht auch um Krankheit und Tod, sagt Susan. Die Lieder beschreiben einfach unser Leben hier auf dem Land. Viele Songs drehen sich um Hühner. Und es soll einfach Spaß machen, ergänzt Bill Birchfield. Wenn ich mich ärgere, spiele ich einfach meine Fiedel. Das beruhigt mich. Gemeinsam mit ihrem Mann Terry und ihrer Tochter Claire hat Susan eine kleine Farm an der Grenze zwischen Virginia und North Carolina. Die ländliche Abgeschiedenheit haben sie frei gewählt. How many Arrowheads have you found here? Als Studentin trug Susan noch einen Irokesenschnitt und spielte elektrische Gitarre in einer Punkband. Dann kehrte sie heim zum schlichten Leben ihrer Ahnen und zu deren musikalischem Erbe. Ein Erbe, das sie vor moderner Verfremdung schützen will. Jedes Jahr pilgert sie mit ihrer Familie nach Galax. Galax ist das Mekka der unverfälschten Oldtime- und Bluegrass-Musik. Nirgendwo gibt es so viele Musiker, so viele Instrumentebauer, so viele Musikläden der Szene wie in diesem kleinen Städtchen. Der Grund ist seine Geschichte. 1927 entdeckten die Plattenfirmen den kulturellen Reichtum dieser Gegend. Die begabtesten Amateure wurden Profis. Aber nur für wenige Jahre. Die große Depression zerstörte diese Blüte und die Musiker spielten wieder ohne Lohn, mit und für ihresgleichen, wie eh und je. 1935 gründete Galax einen Fiedelwettbewerb. 77,5 Dollar Preisgeld lockten die Geiger an. Der verschrobene Südstaaten-Flair zieht inzwischen Musikfans aus aller Welt an. Diese Zeltstadt ist das Zentrum der musikalischen Festtage. Denn die meisten kommen nicht als Zuschauer, sondern als Teilnehmer einer riesigen, lockeren Jam-Session. Jeden August treffen sich hier zwischen 30.000 und 50.000 Menschen. Sie kommen mit Bussen und Wohnwagen. Die Hotels der Umgebung sind schon Monate im Voraus ausgebucht. So öffnen die Einwohner den Besuchern ihre Häuser. Die meisten aber campieren auf dem Festivalgelände. Es ist eine bunte Szene ohne Allüren und cooles Gehabe. That's us painted over the wall, right?
In ihren Ursprüngen setzt sich die Musik zwar aus vielen Einflüssen zusammen, aber inzwischen wachen die Liebhaber penibel darüber, dass bei Oldtime nur authentische Instrumente zum Einsatz kommen. Die Gründer des Oldtime Fiedler Festivals hätten sich 1935 nicht träumen lassen, dass hinter der Bühne des kleinen Dorfwettbewerbs einmal über 2000 Musiker und Tänzer Schlange stehen würden. Der Mut zum öffentlichen Auftritt speist sich nicht unbedingt aus überbordendem Talent, sondern hat oft einen simpleren Grund. Wer im Wettbewerb mitmacht, bekommt sein Eintrittsgeld wieder. Eine Qualitätskontrolle der Kandidaten findet nicht statt. Susan Gleason nimmt ihren kulturellen Auftrag ernst. Während sie sich für den Auftritt warm singt, gibt Terry Tochter Claire letzte Tipps. Sie ist die jüngste Teilnehmerin in der Kategorie Flatfooting. Früher als hinterwäldlerisches Brauchtum verspottet, wird solche Tradition heute bewusst an die nächste Generation weitervermittelt. Für eine 2,5-Jährige sind die 35 Sekunden vorgeschriebene Tanzzeit natürlich lang. Über die genaue Einhaltung der Regeln wacht die Jury. Hier hört der Spaß auf. Was wie zufällig aussieht, muss eine genaue Technik einhalten. Zum Beispiel müssen beim Flatfooting die Füße immer dicht über dem Boden bleiben. Ursprünglich war Flatfooting eine Art Trommelersatz. Der Rhythmus wurde gestampft. Daraus entwickelte sich das Tanzen auf der Stelle, weil in den engen Berghütten kein Platz für eine Tanzfläche war. Jana Douglas ist 15 Jahre alt und die beste Flatfoot-Tänzerin der Vereinigten Staaten. Vorführungen, die nicht den strengen Kategorien entsprechen, sind nur außerhalb des Wettbewerbs erlaubt, egal wie beeindruckend sie sind. Aus dem Gemisch der Anfänge ist eine eigene Kultur geworden, die in Vereinen und Schulen gefördert wird. Aber das ist nicht das Entscheidende. Der Musikchronist Grail Markus schreibt, die Kunst geht hier im Leben auf. Einfache Leute sind Kunst, denn sie drücken sich unverstellt und unmittelbar aus. Die Musik gehört allen. Das Trennende zwischen Bühne und Parkett, zwischen Vortragendem und Publikum verschwindet. Und die Kultur wird etwas Gemeinsames. Das ist die Seele dieser Musik. Sie kommt unmittelbar aus den Lebensumständen dieser Gegend. Sehr unmittelbar, wie Historiker Bob Patterson drastisch beschreibt. Banjos und Fiedeln konnte man leicht selbst zimmern. Mein Vater und mein Opa machten den Korpus aus einem Käsefäßchen. Dann schlachteten sie eine alte Hauskatze und zogen ihr das Fell ab. Die Haut spannten sie dann über den Rahmen und montierten noch einen Hals an das Ganze. Woher sie die Saiten nahmen, weiß ich nicht mehr. Heute ist der Bau von Banjos kein Fall mehr für Tierschützer, aber die besten werden immer noch in Handarbeit gemacht. Versteckt in einem abgelegenen Tal Virginias liegt die Werkstatt von Jeff Stelling. So wie Les Paul bei Gitarren, steht Jeff Stelling bei Banjos für Qualität und Preis. Sein Sohn schneidet jeden Hals aus einem individuellen Stück Holz, das sein Vater persönlich ausgesucht hat. Stellings Werkstatt produziert hauptsächlich für Profis und Liebhaber. Die billigsten Exemplare kosten 3.000, Edelausgaben bis zu 20.000 Dollar. Bestimmte Arbeiten macht nur der Meister selbst. So bauen Jeff und seine drei Angestellten 12 Banjos pro Monat. 20 Jahre lang war Jeff auf Abwägen bei der Marine. Als Flugtechniker beim Militär hatte er wenig Zeit für musische Spielereien, aber er lernte Präzision. Und die ist bei solchen Instrumenten genauso wichtig wie beim Flugzeugbau.
Kenner schwören, dass man Jeffs Banjos an ihrem Klang heraushört. Damit später aus Mechanik Musik werden kann, muss jedes einzelne Teil genau eingepasst werden. Jede dieser Kerben ist Bruchteile von Millimetern unterschiedlich, denn auch die Saiten sind verschieden dick und müssen haargenau passen, damit sie richtig schwingen und klingen. Bei aller Sorgfalt haben Banjos ein spezielles Problem. Die Haut auf dem Rahmen verzieht sich schon nach Stunden. Almost perfect. Ausgerechnet beim Militär kam Stelling auf die Lösung. Ein Ring im Rahmen, der die Bespannung stabilisiert. Das gleiche System sorgt bei Flugzeugen dafür, dass der Propeller nicht eiert. Stelling meldete die Idee als Patent an. Jetzt halten Stellings Produkte das A, auf das er sie stimmt. Das ist der Stelling Sound und der ist Markenzeichen und Grundlage seiner wirtschaftlichen Existenz. Now I'm finished except for packing it up. The lowest priced banjo that takes a fewest number of hours, I figure takes about 25 to 30 minutes. In den billigsten stecken etwa 25 bis 30 Arbeitsstunden über 6 Wochen hinweg. Wir fangen jede Woche etwa 4 Banjos an, die gehen alle durch den kompletten Produktionszyklus. Ich weiß, dass ich ein wirklich anständiges Instrument baue, das die Leute lieben und mit dem sie gute Musik machen können. Ich gebe dem Banjo alles, was ich zu geben habe, außer es selbst professionell zu spielen. Das war früher mal mein Traum. Stattdessen habe ich mir nun einen anderen Traum erfüllt. Wenn irgendwo auf der Welt jemand gut spielen kann, kann ich sein Banjo bauen. Natürlich nur so und so viele. Aber immerhin haben 4500 Banjos meinen Namen. Das ist schon eine große Befriedigung. Dies ist eine besonders wertvolle Ausgabe unserer Staghorn-Banjos. Es ist aus Ebenholz und Ahorn. Sehen Sie hier, jeder Streifen Holz ist einzeln von Hand eingelegt. Ob Sie es glauben oder nicht, dies ist das erste meiner Staghorn-Banjos, das ich selbst behalte. Nach 20 Jahren habe ich mir das endlich geleistet. I sold 7 and kept 1. Befreundeten Musikern überbringt Stelling die Sonderanfertigungen persönlich. Im Sommer reist er deshalb in ganz Amerika von Festival zu Festival. Und davon gibt es jedes Wochenende irgendwo eins. Die Musik boomt. Bluegrass-Fans gibt es inzwischen auf der ganzen Welt. Denn Bluegrass entwickelt die Oldtime-Klänge der frühen Einwanderer weiter. Aus Familienmusik wird Konzertmusik. Das wichtigste Merkmal der ursprünglichen Balladen aber bleibt erhalten. Die Musik ist akustisch. Elektrische Instrumente sind tabu. In der Szene kennen sich die meisten seit Jahren. Hier am Lake Anna ist Jeff Stelling mit Larry Wallace verabredet.